Rote Rose Vorschau, Simons Tod. Quarantäne bei Rote Rosen endet, Dreharbeiten gehen weiter. Nach der Corona-bedingten Pause beginnen am Freitag bei der ARD-Telenovela Rote Rosen wieder die Dreharbeiten. Mitte April waren diese unterbrochen worden, nachdem zwei Mitarbeiter auf dem Lüneburger Produktionsgelände positiv auf das Virus getestet worden waren. Daraufhin begaben sich rund 70 Personen in Quarantäne bzw. freiwillige Isolation. Da es seitdem keine weiteren Corona-Fälle mehr gegeben hat, können die Arbeiten einer Sprecherin zufolge nun fortgesetzt werden. Im Team der ARD-Telenovela Rote Rosen gibt es zwei Corona-Fälle. Es sind die ersten Corona-Infektionen im Umfeld der Lüneburger Serienproduktion. Sie sind nach Angaben der Produktionsfirma bei routinemäßigen Tests aufgefallen. Der Drehtag wurde demnach sofort abgebrochen und alle Kontaktpersonen haben sich in häusliche Isolation begeben. Die Dreharbeiten der Serie sollen so lange unterbrochen werden, bis mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass weitere Ansteckungen auftauchen. Im ersten werden vorerst weiter aktuelle Folgen der Roten Rosen laufen, weil es einen ausreichenden Produktionsverlauf gibt. Zwischen dem Dreh und der Ausstrahlung einer Folge liegen aktuell etwa 2 Monate. Wie lange der Dreh pausiert und ob es sich bei den positiv Getesteten um Schauspieler oder Crewmitglieder handelt? Dazu hat die Produktionsfirma aus Datenschutzgründen keine Angaben gemacht.